Simon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit dem guten Abu. Grüß dich, alles gut bei dir? Auf jeden Fall. Das freut mich. Freut mich, dass wir mal zusammen was machen. Ja, endlich. Das war strebig, dass wir das nicht gemacht haben, Mann. Ja, auf jeden Fall. Haben schon viele geschrieben. Ja, bei mir haben auch einige geschrieben, dass wir machen müssen. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier und wir haben ein geiles Format, haben wir uns überlegt. Und zwar werden wir einmal auf Abus Kanal und auf meinen Kanal. Auf meinem zeigt mir Abu jetzt die besten zwei Döner seiner Meinung nach im Norden. Und ich zeige ihm auf seinen Kanal meine zwei Nummer 1 und wir gucken zum Schluss, welcher heftiger ist. Genau, wir machen einfach, welches Team hat gewonnen quasi, 2 gegen 2. Genau, wir bewerten ehrlich, gucken, welcher heftiger ist. Ja, und wir sind direkt jetzt auch schon beim ersten Laden, ne? Genau, deswegen gehen wir da auch jetzt rein. Ja, mit Wärmebox oder ohne? Der ist auch ohne. Auch ohne Wärmebox? Stell dir vor, ich gehe da jetzt rein, der ist mit Wärmebox. Nein. Okay, geil. Ja, dann gucken wir direkt, wir sehen uns jetzt beim Laden. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, wir sind in Kiel. In Schönberg ist das, ach, das ist Schönberg. Und hier ist, ach, das ist Chef direkt. Salam alaikum. Wie geht's, alles gut? Bist du Chef? Moin, grüß dich. Wir machen heute Video zusammen. Schön. Wir sind die gefürchtetsten Döner-Tester im Norden. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich hab schon gehört, du machst selber deinen Döner, self-made? Ja, das mach ich alles. Alles hier im Laden? Alles. Oh, krass. Okay, heftig. Ja, ich bin gespannt. Er sagt, du bist die Nummer 1 im Norden. Also er ist auf jeden Fall mit Pascha auf einer ganz gefährlichen Stufe. Auf einer gefährlichen Stufe. Mohammed gerade sagt, was interessant ist. Er hat viel Fleisch auch mal ausprobiert. Und das, was er jetzt hat, er riecht richtig nach Kalb, genau. Das Fleisch. Und vorher hast du oft gehabt, roch nicht so gut, ne? Welches Teil vom Tier benutzt du? Das kann ich dir nicht sagen. Das steht auf unserer Zettel. Ich mache die Fleisch nicht selber. Die Fleisch mache ich nicht selber. Das kommt aus der Fabrik. Aus Hamburg kommt die Fleisch. Ach, die fertigen den, genau, Spieß auch schon an. Aber das unserer Speise ist besonders auch. Ah, von euren Rezeptur? Genau. Ihr gebt ihm das Rezept und er macht das so, wie ihr das, genau, wollt. Aber ich sag dir ehrlich, das sagt dir jeder Dönermann, den du fragst. Echt jetzt? Ja, das sagt dir jeder Dönermann. Deshalb frage ich auch so nach. Viele sagen immer am Anfang ist self-made und dann fragst du genau nach und dann ist doch in der Fabrik. Das sagen die meisten. Aber spielst gerade drauf? Dann lass uns doch testen hier. Gehen wir direkt rein. Dankeschön. Das sieht man, alles leer gefuttert hier. Hallo, grüß dich. Ein entspannter Laden hier, Abu. Du musst die Soßen gleich. Das sind nämlich keine normalen Soßen. Das ist zum Beispiel Sesampaste. Sesampaste? Ja, nimm die echte Sesampaste? Ja. Oh, das ist geil. Ja. Sesampaste ist so hab dominant, ich Bock. Schmeckt das. Guck mal, wie viele verschiedene die haben. Krass, und unten ist oft das, was knorpelig sonst ist. Hier ist ja gut. Genau. Mir hat mal einer verarscht, habe ich gesagt, will ich nicht unten haben. Er sagt, ja okay, hat er sich vorgestellt und hat alles reingemacht, trotzdem, ich konnte den Döner nicht essen. Ich schwör's dir, ich hab eigentlich verflucht, habe ich den. Wie viel Prozent hast du Scheibenanteil? 50% habe ich. 50%. Komm, Jacob, riech mal bitte nicht gleich, wir riechen. Was sagst du, Abu, wie geht? Das riecht so, dass ich den Döner gleich wegkommen werde. Wie wollen wir Döner jetzt essen? Brot, Salat und Soße. Ja, das ist der Steinofen, ne? Macht ihr selber das Brot, ne? Das mache ich alles selbst. Olle, weißt du, wer das Dürüm macht? Das Brot? Jetzt? Genau jetzt macht er das Brot. Ach, ehrlich? Ja, er hat kein fertiges Dürümbrot hier. Hauchdünn, ne? Das meine ich. Das muss richtig dünn sein. Ja. Weißt du, die meisten haben alle vorgefertigt, schon so auf dem Stapel. Ja. Du bestellst ein Dürüm, er macht direkt vor nicht, dir. Ne? Und das hat mich letztes Mal so beeindruckt, ich habe direkt Dürüm genommen. Aber das Brot, ich kenne diese Art von Brot, das sieht sehr geil aus. Dieses, wo du denkst, wenn du jetzt reindrückst, dass da nur Luft zwischen ist, weißt du? Ich weiß, dann ist es dünn. Mach direkt, dass das Brot aufgeht. 2 Minuten. Ein paar Sekunden, schon fertig. Das ist 350 Grad. Also eigentlich vom Ding her frischer geht's nicht. Ja, also das wäre auch, würden wir jetzt nicht Döner-Test machen, hätte ich den auch noch. Weißt du, was ich meine? Und privat habe ich den hier. Ja, glaube ich. Ich habe einen Döner bestellt und ich habe gesehen, wie er das macht. Ich habe gedacht, der macht das so ähnlich jetzt mein Döner. Ja, ja. Ich sag zu ihm, ey, Alter, das ist für uns das Ding. Ja, da ist ja einer abgegangen. Voll gefreut, ja, normal. Ja, dann lass uns Döner bestellen. Dann nehmen wir Döner. 3 Stück machst du, Abi, ne? Wie essen wir, Abu? Wie essen wir den Döner? Also ich sagte, ich nehme auf jeden Fall diese Sesampaste wieder, weil die ist für mich. Dann nehme ich die auch. Ist dominant, aber sehr heftig. Wollen wir den gleich essen? Ja. Also ist noch irgendwas nicht im Salat? Nee, ich nehme alles. Auf deine Empfehlung, ich mag alles gerne. Okay, kannst du alles machen mit Sesamsoße und eine Soße auf deinen Geschmack noch. Alleine bei der Soßenentscheidung, wenn du zu viel nimmst, nimmst du allen anderen Zutaten die Show. Wenn du zu wenig nimmst, dann ist es nicht saftig genug. Ganz wichtiger Moment im Döner, ne? 100%. Ich mag das auch nicht, wenn die zu viel Soße reinklatschen. Mhm. Mag ich auch nicht. Nee, so ist gut. So ist gut. Ja, ja. Genau, das ist Nummer 1.
Aber kein Kamerabonus-Chef, ne? So wie du immer machst, ne? Ich war zweimal hier, bevor er wusste, dass ich hier mache. Macht er immer so dick? Ja. Okay. Jungs, ist er immer so dick, sag mal ehrlich. Das ist der beste Döner, den es gibt. Ist das so, ja? Und auch immer nicht Kamerabonus jetzt? Ja. Ist gut, ja? Lass uns kurz raus essen und dann gehen wir gleich rein. Danke, Jungs. Das sieht gut aus, ne? Habt ihr Hunger gerade? Kriegt ihr Hunger gerade? Ah, knaftig. Stellt euch vor, das Ding jetzt zu Hause bei euch. Oder irgendwas anderes Knaftiges bei euch auf dem Teller. Keine Verarsche jetzt. 2x10 € Essen auf meinen Nacken für dich. Geht ganz einfach. Das ist kein Haken, das ist keine Verarsche. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf die Videobeschreibung gehen, die Uber Eats App runterladen und für alle wohlgemerkt Erstbesteller, die noch nie bei Uber Eats bestellt haben, auf 2 Bestellungen ab 20 € Mindestbestellwert 10 € Abzug auf meinen Nacken mit dem Code HOLLE. Keine Verarsche. Wer es nicht macht, weiß ich auch nicht. Ich habe was Geiles ausgehandelt für euch. Also wer Bock hat zu essen, vielleicht auch gerade Portemonnaie nicht so full, einfach 2x10 € auf meinen Nacken. Kuss geht raus. Mann, ey, immer diese Autos, die nerven. So, Bruder, jetzt bin ich sehr gespannt. Aber weißt du, das mit dem Fleisch und erst sagt er, ja, machen wir hier alles selber. Ich mag das nicht, weil es ist gelogen einfach und das macht jeder. Fast meint jeder. Die Rezeptur dann einfach nur. Ja, aber am Anfang hat er gesagt, er macht jeden Morgen hier allerdings selber. Meinst du, hatte ich nicht verstanden richtig? Ah, oh, das weiß ich, kannst du haben. Aber ich kenne das, mir haben Leute Sachen erzählt, die Geschichten, das glaubst du nicht. Ich will den Döner jetzt nicht kalt werden lassen, aber deshalb bin ich da immer sehr spitzohrig. Ich habe das schon gemerkt, du fragst ja direkt. Ich frag direkt, direkt. Aber du brauchst das auch, um den Leuten zu zeigen, was ist richtig und was nicht. Genau, und ich habe ja extra mein Ranking für nicht Selfmade und Selfmade Döner, deshalb muss ich wissen. Erstmal geiles Brot und geile Soße oben. Das Brot ist auch dünn, das ist nicht zu dick, das ist voll dünn. Also ihr seht hier sogar ganz frisch oben noch Kraut drauf, hat er oben noch drauf gemacht. Du hast sofort, was ich geil fand, Abu, du hast oben mit dem Brot und der Soße, das war ein Special Mix, was ich noch nicht gegessen habe. Also das heißt, er hat spezielle Soßen, spezielles Brot, direkt ein geiles Feeling gehabt beim ersten Bissen. Warte gleich, wenn du die Sesamsoße rausschmeckst. Teure Soße ist. Und die Currysoße ist heftig, ne? Viel stark. Der hat so einen richtigen süßen Kick. Das ist so eine Art von Soße, sag ich immer. Ich sag's eigentlich ungern diesen Ausdruck, diesen Candy-Faktor. Das ist so dieses, oh, geht so extrem in süßliche, so Süßigkeit richtig rein. Korrekt gekommen, wie, also wirklich. Ganz frisch der Salat. Du schmeckst auch wirklich alles raus. Du schmeckst einen guten Krautsalat, den du auch gefühlt so in der Schale schnecken könntest als Krautsalat. Du hast geile Soßen, super Brot, Fleisch geschmacklich auch. Hat man bei den ersten Dings gemerkt, hat er eine gute Fleischauswahl getroffen. Das war so, genau. Ich will jetzt nicht sagen, er hat das Rad neu erfunden oder das speziellste Fleisch, aber er hat ein stabiles, solides Fleisch, was man sehr gerne essen kann. Absolut. Und mit den richtigen Soßen, die man sehen kann, kann das ein geiler Döner sein. Du merkst die Currynote raus, sehr süß, aber dadurch, dass die ganz anderen Zutaten sind, wird es nicht zu süß. Um dich nochmal heiß zu machen, die Gurken da drin sind auch. Also gute Kombi. Nicht bei jedem Gurken-Döner matcht das so. Das habe ich letztes Mal auch schon im Video gesagt, was ich hier feiere, dass sich die Zeit genommen wird, die Gurken mundgerecht zu schneiden. Manchmal hast du eine Gurke, Bruder, die ist einfach größer als das Brot. Ja, also es gibt Döner, da geht das klar. Es gibt auch welche, das ist deutlich zu hoch und dann denke ich, das ist eine Gurke. Ja. Man macht sich so viel Mühe für einen Döner und bei den Kleinigkeiten scheißt man einfach drauf und macht sich keine Gedanken mehr. Da ist der Fehler. Ja. Ich weiß jetzt schon, welcher dein Favorite von den beiden sein wird. Ja? 100%. Dann kommt die Sesampaste auch noch. Leichte Schärfe. Also das passt zu Döner echt besser als gedacht. Man nimmt ja eigentlich auch Falafel drauf, so. Normalerweise, aber auf Döner passt das auch wild. Er meinte auch zu mir, so eigentlich nehmen wir das immer Falafel. Ich sage, ich will das auf Döner haben. Deswegen nehme ich es immer mit Döner. Ich finde die Soße. Wunderbar. Da gibt es ja keine Regel, finde ich, bei Döner. Es muss einfach nur schmecken. Und ich sag dir, du wirst mich vielleicht irgendwann fehlen, wenn du weißt, wie die Döner allgemein im Kiel sind, dass wir dann wenigstens so einen Laden in der Nähe haben. Denn es gibt ein paar, da kann man gut essen gehen. Ja. Aber im Allgemeinen ist einfach leider die Qualität in Kiel einfach mit diesen Dönerboxen. Die holen das aus der Box raus und so, weißt du? Ich werde einmal noch aufsnacken, Leute. Und dann Bewertung gibt es zum Schluss. Und dann sind wir uns auch gleich wahrscheinlich schon beim nächsten Laden. Wir sehen uns beim nächsten Laden jetzt gleich. Bis gleich. Okay, bis gleich. Er darf nur nicht vor uns, weil sonst sieht man uns nicht mehr. Das kann sein, ey, die Maschine, Mann. Aber darfst du ihm auch nicht verscherzt, wenn er den Ding sieht oder mir, sind wir kaputt. Ja, aber wir können ja in Zeitlupe ausweichen. Das stimmt. Wir haben direkt angefangen zu labern. Wir sind hier beim zweiten Spot. Das ist der, wo du sagtest, das ist der beste Döner im Norden. Für mich. Ich finde den sogar besser als Antep Kebabhaus in Billstedt. Ja, okay. Da haben wir schon viel drüber philosophiert. Bei dem muss alles stimmen. Den würde ich gerne bei mir im Ranking wieder drin haben, weil ich habe gemerkt, den kannst du nicht mal 5 Minuten später essen. Den musst du frisch, da muss Brot stimmen, alles. 100%. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber wir werden den testen. Wie essen wir den heute? Mit dem Mund. Aber du musst mir gleich sagen, ob dir ein Detail auffällt, wenn er den Döner macht. Ja. Okay? Ich sag dir das. Das ist der Grund, warum ich den einfach geisteskrank finde. Okay. Okay. Ist er selfmade diesmal? Der ist selfmade. Aber nicht so wie eben selfmade, ne? Wirklich selfmade.
Du kannst mit denen auch schnacken. So, alles klar, perfekt. Geil. Wir fragen. Ah, jetzt kann ich mich an den Laden erinnern. Hier warst du auch mit Rohat und so, ne? Ich war hier mit Rohat, ja, genau. Klein, aber fein ist das, ne? Hallo, mein Lieber, wir machen hier ein bisschen Video, ne? Er stellt mir vor, den Döner hat gesagt, bester im ganzen Norden. Er muss selber probieren. Er ist gefährlicher Döner-Tester. Ich sag nur, seine Meinung hat im Internet Gewicht, so wie ich in echten Leben. Kussi. Weißt du, was das Wichtigste ist beim Döner? Einmal essen, nie vergessen. Guck mal, ein Detail nur. Okay, bitte zeig mal deine Lahmacun. Nur einmal zeigen. Oder wo ist so viel Fleisch sonst drauf? Ja, das ist also krass. Weißt du, was ich meine? Den machen die auch selber dann, ne? Ja, und der ist immer eigentlich selber, schon fast, ne? Immer um die Uhrzeit weg. Und Fleisch, wo macht ihr Fleisch immer? An der Küche. An der Küche? Weißt du, was für Fleischzusammensetzung ist das, kannst du sagen? Kein Fleisch, aber was für ein Teil von Fleisch weißt du nicht, ne? Chef, was für ein Teil von Fleisch ist das? Ah, okay. Gut, das ist schon mal eine Antwort. Das ist schon mal eine bessere Antwort. Aber ja, du siehst auch den Spieß, er sieht anders aus. Ja, er ist dunkler. Er ist ein bisschen dunkler. Werden wir testen. Also ich treffe immer eine Aussage, Rudi. Wenn ich nicht selber sehe, wie die den Spieß selber machen, ist der Spieß nicht für mich selfmade. Aber damit heißt es nicht, dass er nicht selfmade ist. Aber mich haben die Leute so verarscht schon. Ich verstehe, was du meinst, zu 100%. Mhm. Bruder, wo macht ihr den Spieß selber? Hier irgendwo oder? Auf der anderen Seite? Ich zeige dir gleich, da machen die auch das Brot. Okay, krass. Kann man sich auch angucken wahrscheinlich. Jetzt nicht, ne? Macht ihr morgen. Ah, okay. Er nimmt auch immer Öl und kippt sogar den Spieß rüber. Ah. Checkst du? Er lässt den Spieß immer saftig. Das habe ich einmal gesehen, die mit Butter. Da haben die Butter rüber gekippt. Oh. Ja. Der Döner, der hat es trotzdem nicht rausgerissen, weil das Fleisch nicht genügend Geschmack hatte. Also Erstdiagnose, die kann das jetzt, da müsst ihr jetzt genauer gucken, wäre, dass er tatsächlich... Der ist nicht gefroren, der Spieß. Frisch. Dürft ihr nicht. Wenn man darauf achtet, ganz leicht wabbelt der so ein bisschen hin und her. Ah, okay. Und daran siehst du, dass er nicht gefroren ist. Und das wäre meine erste Diagnose gewesen. Ja, und hat er auch bestätigt jetzt. Oder weißt du, wie oft ich die letzte Zeit hier war? Ja, ne, glaube ich. Ich kenne schon meine Schuhgröße. Hast du immer für Döner extra hierher? Ja, schon. Es lohnt sich. Ja. Guck mal gleich, wie die das Brot weit aufschneiden. Ja. Du kriegst nicht so einen Döner, wo du nicht weißt, wie du den essen bekommst. Du wirst denken, das ist ein Burger. Der ist so platt. Du kannst geil essen. Dann. Achte drauf, wie er das Salat reinmacht. Er macht es bei jedem gleich. Ja, macht er richtig weit auf. Ja, genau. Meinen kannst du ganz normal machen, ohne Rotkohl. Nur sonst mit allem. So wie er nämlich. Das ist gut verteilt, das ist wirklich wie eine Tasche. Ja, genau. Alles aufeinander gelegt, ne? Wir kommen gleich bezahlen, wir gehen kurz einmal essen, ja? Ja, ja. Dankeschön. Hast du gehört, was er gesagt hat? Er macht es immer dünner, ne? Er macht es immer dünner. Es ist so cool einfach, er macht den, das ist gefühlt ein Burger. Ja. Und du isst den einfach wie ein Döner. Ja. Du hast am Ende keine Reste hier, du isst, du kannst reinbeißen. Entspannt essen einfach. Du musst nicht so überlegen, ey, wo beiß ich da jetzt rein? Dann habe ich nur Brot und Salat im Mund. Da hast du alles perfekt gemacht. Ich habe auch gesehen, die legen es so richtig aufeinander, alles aufeinander geschichtet wirklich einfach, ne? Genau, sie hat einfach nur mehr genommen. Ja. Guck mal, da machen die das Brot. Da mach ich das Brot. Das schmeckt absolut nicht wie ein Standardspieß. Ich hatte eben, was man sonst auch nicht hat, so ein ganz dickes Fettstück, was zerlaufen ist im Mund, aber positiv. Ne? Ja, ich verstehe. Richtig fettig, zerlaufen im Mund. Hat so ein bisschen, ich sag immer, so ganz leichten Suppenfleischcharakter. Als wenn man selber Suppe gemacht hat, da Rindfleisch rein. Aber nur leicht, das gibt es auch stärker. Bin ich gespannt. Wie findest du das Brot so von der Dings her, von der Konsistenz? Das ist jetzt ein bisschen knusprig. Die sagen, die machen das Brot selber. Ja, ja. Glaube ich denen. Aber die haben das Ziel erreicht, es hat die Form und die Haptik so wie ein Dönerbrot, die man kennt. Und wenn das jetzt noch special seinen Selfmade-Charakter hat, dann optimal, Mann. Guck dir das Ding an. Das ist geil zu essen einfach. Ja, ist gut. Und sie hat den dick gemacht. Mhm. Man kann ihn so gut essen. Das Fleisch ist so viel im Vordergrund. Der hat auch gut Fleisch reingemacht. Mhm. Der sieht immer so aus. Ich habe wieder das Gleiche gemacht. Ich war die ersten zwei Male hier ohne Kamera. Da wusste gar nicht, also die kannte mich nicht. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die scharfe Soße hier. Mhm. Die gefällt mir auch sehr gut. Fast wie Esme. Das ist nicht so eine Tomatensoße einfach nur. Ja, richtig Gemüse drin. Gemüse ja. Cocktailsoße war auch eine gute Wahl. Gibt eine schöne Unternote da drin. Bruder, kann ich dir mal was fragen? Ja, sehr gerne. Kommst du oft hier essen? Ja.
Witzigerweise habe ich sogar auch mal ein YouTube-Video über den Laden. Echt? Weil ich halt auch immer der Meinung bin, dass es mit Abstand der beste Dönerladen in ganz Deutschland ist. Glaubst du, dass er das Fleisch selber macht? Ja, ja. Er wohnt sogar bei mir auf der Ecke. Ich sehe ihn jeden Morgen, wenn ich zu meiner Halle fahre, Geräte einladen, sehe ich ihn immer schon auf dem Weg zum Fleischladen. Ja? Also, echt jetzt? Ja, ja, genau. Okay, Baba, das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Guten Appetit, ja? Danke, danke. Sehr besonderes Feeling, sehr anderes Feeling. Ist alles andere als ein Standard-Dönerladen. Das eben, ja. Der andere Döner. Ich habe ja zwei Rankings, das muss ich nochmal sagen. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt beides zu bewerten. Das andere kommt in Standard-Ranking. Das war Standard-Fleisch, das war ein geiler Döner, aber du hast den Standard-Feeling rausgeschmeckt. Ja, das meine ich mit stabilem Standard, solides genau. Fleisch. So. Ganz genau, aber in dem Bereich sehr lecker. Ja. Das hier ist ein Self-Made-Döner. Ja. Da merkst du einfach, der schmeckt anders, der ist in einer anderen Kategorie zu bewerten. Was ein bisschen gemein ist, wenn ich in dieser Kategorie Self-Made bewerte, ist es noch dann hat ein bisschen schwerer. Krasse Gegner so. Quasi. Krasse Gegner, aber egal, ich muss das so machen, wie ich es immer mache. Okay, aber du musst mir vorher die Frage beantworten, habe ich übertrieben mit bester norddeutscher Döner? Also man muss eins wirklich sagen, wir sind in Norddeutschland überhaupt nicht stark besetzt, was richtig krasse Döner angeht. Deswegen ja. Mhm. Ich habe eine Foodtour in Berlin gemacht mit Arda, eine Dönertour. Und ich finde den viel besser als Imren Döner und sogar besser als Hamdi Baba. Die kleinste Scheibe müsste so sein für mich. Mhm. Weißt du, warum sich das so krass wellt? Durch die ganzen Bindemittel. Desto mehr sich das wellt, desto stärker sind die Bindemittel. Bei Hamdi Baba ist das so. Ja. Das wellt sich nicht. Nee. Und was fresh ist, das ganze Brot ist so, und das hast du selten, so richtig wie ein Schwamm. Die ganze hat alles aufgesaugt. Der ganze Saft, alles auf, das richtig so aufgesogen von diesen ganzen Soßen. Das ist heftig. Das siehst du hier alleine schon. Guck mal, zeig mal mit der Kamera hier. Diese rote Soße, wie sich das Brot von drin so, der saugt das richtig auf. Und deswegen, wenn du reinbeißt, ist es von außen knusprig, von innen weich. Mhm. Ich bin einer Überzeugung, das kann ich dir schon mal sagen. Das sehen wir dann ja auch in Abos Video. Ich habe einen Döner, der performt ein bisschen besser noch. Okay, guck mal, das ist ja das Liebe. Mhm. Genau. Hier habe ich ihm meine zwei Döner, Favorite Döner gezeigt und er zeigt mir seine Favorite Döner. Das Video kommt auf meinen Kanal. Und wenn er jetzt schon sagt, dass er glaubt, dass er da einen findet, der ein bisschen besser performt, das ist schon heftig. Ich sag euch meine Fachmeinung. Ne? Es gibt vielleicht im Norden 7, 8, 9 Döner, die zwischen einer 8 und 9 performen. Dann gibt es den einen oder anderen, wenn du den allerbesten Tag erwischt, mal okay, kann der höher sein. Aber wir müssen immer gucken, wie performt er auch, wenn du mal. Durchschnitt. Ja, und wenn du auch mal ohne Kamera kommst und so, ne? Den hier würde ich echt so auf einer 8,5 auch ranken, in meinem normalen Ranking. Krass. Und das ist wirklich nur einen, den zeige ich dir im Video, müsst ihr aber das Video gucken, welchen ich dir zeige. Der performt höher, aber es ist schon so Top 5 in Norddeutschland, safe, würde ich sagen. Also der ist schon sehr stark. Zu dem anderen Döner, den hätte ich in meinem Nicht-Self-Made-Ranking mit einer 8,3 gesetzt. Was wesentlich leichter wiederum ist, ne? Ja, wenn ich die Rankings wieder mischen, wäre der hier deutlich stärker noch. Krass. Aber du hast mir zwei starke Döner gezeigt, die, und das hätte ich nicht gedacht, wo ich das von den anderen Jungs gesehen habe, dachte ich immer so, oh, okay, vielleicht sagen die auch so ein bisschen, um nicht uncool zu sein, dass die gut sind, aber stark die. Ich freue mich. Denkt dran, Leute, auch unbedingt abonnieren ist in der Videobeschreibung mit drin. Gerne ein Abo dalassen und dann sage ich dir vielen Dank. Geht direkt weiter, Video ist hier oben auch verlinkt, geht direkt weiter auf Abos Kanal und dann viel Spaß beim zweiten Video mit uns. Hat mega Spaß gemacht, danke dir. Gerne. Bis dann.